Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr der Ringe, die Eroberung. Ich bin der Len 16, bei mir wieder der Drachenbursche. Und ja, das war meine Anmoderation. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Wiederschauen, reingehauen. Nee, wir fangen jetzt erst richtig an. Wir haben gerade richtig schön gegessen und sind jetzt wieder voll, mit vollem Bauch motiviert, auch wieder weiter aufzunehmen. Sogar ziemlich voll ja. Sind wir. Wir haben ziemlich viele Nudeln verdrückt mit Pesto, war sehr lecker. Und wir haben letztes Mal, die Minen von Moria haben wir letztes Mal geschafft, gell? Minen von Moria haben wir letztes Mal geschafft. Die Minen, ja. War eine ziemlich knappe Angelegenheit. Wir hatten ja fast hätte Gimli uns doch noch erwischt. Einmal hat er es geschafft, einen Balrog zu killen. Zweimal hat er es nicht geschafft. Den Gimli mussten wir zum Glück nur einmal killen. Ja. So, diesmal sind wir bei der Wetterspitze. Also da waren wir noch gar nicht. Das ist ein komplett neues Level. Ich würde sagen, lassen wir uns einfach mal überraschen, oder? Überraschen wir uns mal, ja. Überraschung. Starte ich das Spiel einfach mal. Tu das. Mach ich einfach. Kenne ich nix. Die Armeen des Westens bereiten sich in den Ruinen der Wetterspitze auf ihre letzte Schlacht vor. Hier feierte vor langer Zeit der Hexenkönig einen schrecklichen Sieg. Damals, als die nördlichen Armeen der Menschen zermalmt und der Turm von Amon-Sul zerschmettert wurden. Nun wird der verwitterte Fels dieses Ortes Zeuge einer letzten verzweifelten Schlacht. Denn es gibt kein Entkommen vor den anstürmenden Armeen der Dunkelheit. Der Angriff auf der Wetterspitze. 2. Mai 3019, drittes Zeitalter. So, wir können uns mal wieder unsere Klasse wählen, mal was ganz Neues. Und zwar, jetzt sind sie anders, jetzt sehen sie wieder anders aus, die, oder? Meinst du? Ein bisschen anders sehen sie schon aus als beim letzten Mal. Ich glaube, ich nehme mal wieder. Ich nehme Krieger. Mit dem Krieger bin ich letztes Mal gut klargekommen, nehme ich wieder einen Krieger. Das ist euer Ziel, Jungs. Weg damit. Ui, haben wir viele Ziele. Hey, der Troll, der schläft hier einfach. Na, dann spiele ich halt als Troll. Was? Ja, ich bin jetzt ein Troll. Was? Wieso liegen hier tote Olefanten rum? Ach, da ist ein Troll. Nimm dir doch auch einfach einen Troll. Ja, ich nehme mir auch einen Troll. Ach so. Jetzt bin ich auch ein Troll. Oh ja. Und hab schon die Hälfte des Lebens verloren. Ja, ja. Also direkt gerade auf dem Stein auf dich draufgeflogen war. Sag mal. Perfektes Timing war das. Ich glaube, wir müssen hier einfach alles einreißen mit den Trollen. Ah, mit Leertaste kannst du dich heilen übrigens. Hä? Mit Leertaste kannst du dich heilen. Echt, als Troll? Ja. Oh, wie geil. Ja, gut, übermächtig die Viecher. Müssen wir aufpassen, dass keiner auf uns draufklettert. So. Rüstungskammer haben wir zerstört. Was ist das für ein Vogel? Gondor-Krieger. Ja, der kriegt nichts mehr hier. Der kriegt höchstens was auf die Fresse, der Gondor-Krieger. Oh, da kommen die Adler. Müssen wir aufpassen. Oh, auf dem Troll ist einer drauf. Da müssen wir aufpassen. Oh, hier, da sind der Ents. Wir kämpfen jetzt gegen die Ents übrigens. Gegen Ents? Ja, oh, die sind stark. Entgeil. Entgeil, ja, aber die hauen Ent rein, Mann. Nein, die haben mich umgebracht. Nein! Scheiße, die Ents sind übel. Die sind entübel. Ja, das ist schon eine ziemlich üble Schlacht hier bei der Wetterspitze. Die kommt im Film auch gar nicht vor. Also das ist jetzt wirklich alles nur ausgedacht von den Storywritern. Warte mal, da vorne ist wieder einer. Die fühlen sich ja fast an wie Endgegner. Ja, Endgegner. Sind noch nicht die Endgegner. Wir sind ja erst hier in der fünften Mission, glaube ich, oder so. Ich weiß gar nicht, ob es wieder acht Missionen sind. Fünf. Ich glaube schon, aber sicher bin ich mir nicht. Müssen wir das hier nur einnehmen? Nee, da kann ich noch meine Klasse wechseln. Mal sehen, ob der Troll auch rennt, nachdem man... Wieso kann man die Trolle eigentlich nicht... Kann man nicht den End auch besteigen? Keine Ahnung. Doch, kann man. Kannst du? Ja, kann man. Man kann auch den End killen, wie man die Orks killen kann. Hab gerade einen End umgelegt. Cool, jo. Ist geil. Richtig schön gefinisht habe ich den End. Mach hier erstmal etwas richtig kaputt. Richtig schön. Ruf nein, der besteigt mich. Oh nein. Wieso hast du überhaupt wieder einen bekommen? Ich habe gar keinen bekommen, bei mir stand da gerade keiner vorhin. Ja, weil ich ihn genommen habe. Ah. Oh. Ist aber gemein von dir. Ich weiß. Die Ents haben irgendwie nie Lebensenergie, wenn ich da hinkomme. Egal, ich habe mal wieder ein End gefällt. Ja. Da kann man wirklich sagen, dass man sie fällt. Nicht, dass man ihnen verfällt, aber dass man sie fällt. So, jetzt. Ich habe irgendwie das Gefühl, man kann die Olifanten nehmen. Hä? Ich hab irgendwie das Gefühl, man kann auch irgendwie die Olifanten nehmen, weil der steht einfach nur dumm rum. Boah, die Olifanten nehmen, das wäre geil. Versuch's mal. Ja, man kann ihn nehmen.
Verdammt. Ah, wie geil, ich bin ein Olifant. Okay, das ist echt mächtig. Das ist sehr nice. Okay, das ist echt cool. Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet in dem Spiel. Das Spiel wird eindeutig besser im Laufe der Zeit. Aber mein Olifant ist gleich kaputt, leider. Ich glaube, ich steig mal lieber aus. Mein Elefant hat nämlich gerade so zeitlich hier gesegnet. Ich habe auch keine Lebensenergie mehr, oder? Ach nee, mich hat ein Adler einfach mitgenommen. Oh. Einfach mitgenommen hat er mich. Oh. Ja, gemein fand ich das Fall. Der arme Drachi. Ja, wirklich. Wurde von einem Adler. Ja. Mitgenommen, der Drache. Den René-Witz darf ich jetzt nicht wieder bringen. René? Ja, René Adler. Ach so. Den habe ich ja schon mal gebracht, den kann ich jetzt nicht an der Stelle nochmal bringen. Der war so schlecht, den habe ich schon wieder vergessen. Ja, hat er verdrängt. Hat der gute Len 16 verdrängt. Was müssen wir eigentlich machen? Wir müssen die Katapulte da oben kaputt machen, sonst machen die ganze Zeit unsere Elefanten kaputt. Ey, der wirft mit unseren Typen rum. So, der macht's ja auch nicht mehr lange. Endgültig ist er tot. Ha! Ja, endgültig. Ha! Jetzt müssen wir schauen, dass sie eine endgültige Niederlage hier einfahren. Aber oh, das sind ja Duelle mit den Ents. Also entweder wir gewinnen das... Ja, oder wir verlieren. Das ist dann eine endgültige Niederlage oder ein endgültiger Sieg. Ach komm. Ach komm, ein scheiß Stein. Ach komm. Im letzten Mal mussten wir noch Steine suchen. Diesmal finden sie uns von alleine. Ob das besser ist? Ich kann gar nichts machen, ey. Scheißdreck hier. Die Krieger, die kannst du auch damit. Nein, du steigst nicht auf mich hinten drauf. Denk nicht mal dran. Muss immer aufpassen, dass sie nicht einen hinter einen sich schleichen. Es sind noch zwei Katapulte übrig, aber auch nur noch zwei Leben. Ja, ich bin jetzt beim Katapult gleich. Sehr schön. Hab gerade den noch erwischt, der das Katapult bedient hat. Und jetzt ist auch gleich das Katapult ausgeschaltet. Zwei Leben haben wir noch. Katapult zerstört. Ja, jetzt müssen wir nur noch das eine Camp da oben zerstören, aber momentan sieht's eh gut aus. Wow, was war das denn von dem End? Das war wahrscheinlich ein Erdgeschoss. Achso, ich weiß es nicht. Ja, ein Erdgeschoss, ja. Vielleicht war es auch ein erster Stock. Muss mich hier erstmal heilen. Den Ents aus dem Weg gehen. Entkommen! Ha! Ich muss entkommen! man muss ihnen entkommen, ja. Nein! Der Ent entblößt mich. Wir müssen es beenden. Ich glaube, es wird nicht besser. Ah, meine Entschuldigung, Macht. Aber... Nein. Nein. Nein, wir haben kein Leben mehr. Nein. Warte mal. Der Troll hat uns umgebracht. Hat mich umgebracht. Jetzt müssen wir gerade gestorben, aufpassen. Weil mein eigener Troll mich umgebracht hat. Alter, jetzt müssen wir mehr als nur richtig aufpassen. Jetzt müssen wir richtig aufpassen. Ja, jetzt sehe ich dich nur noch. Ich bin ja, hab ja das Zeitliche. Zum ersten Mal, dass einer von uns beiden komplett im Arsch ist. Ach, du kannst gar nicht mehr spawnen, klar. Ja, ich kann jetzt aber zuschauen. Ach, kacke. Alles liegt jetzt an dir. Fühle dich wichtig. Ja. Vorsicht, Adler. Das sieht sehr schick aus, muss ich sagen, wenn du so rennst. Mhm. Haben sie echt ganz gut hingekriegt, die. Sehr elegant. Du musst nach oben. Ja, du läufst nach oben, passt. Ich gehe schon. Dich mal nicht um die Ents, sondern versuch gleich nach oben zu laufen, dann kriegen wir wieder vielleicht ein paar Leben. Ah, da sind aber einige von den Gegnern. Ich versuche hier. Oh, wow. Die greifen dich alle nicht an, du musst, glaube ich, nur das Zelt da kaputt machen, oder? Ja, aber ich darf die eigentlich nicht hinter mir haben. Wie viel hält das Zelt aus? Ich habe keine Ahnung, ich sehe das Leben im Zelt nicht. Ja, gerade eben war wohl einer hinter dir. Das war's. Okay. Ende allen Lebens. Niederlage, ja. Die Lage kenne ich gar nicht. Na. Ja, okay, da kann man nur... Ach, du kannst fortsetzen. Ja, ich kann weitermachen. Das ist wie mit den Weinen. Da gibt es auch eine Niederlage. Na gut. Es ist, glaube ich, hier langsam zum Weinen, was wir hier abliefern. Das ist echt schlimm. Wir haben gerade eben echt versagt. Das habt ihr nicht gesehen, gell? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir eigentlich haben wir gar nicht verloren. Nee. Es war... Wir haben jetzt 8 Minuten lang schön geredet. Ja. Aber eigentlich war das gar keine Niederlage. Das ist, liegt alles im Sinne, im Blickwinkel des Betrachters. Ich glaube, wir sollten uns jetzt mal gleich auf diese... Ach, der kann nur brüllen. Das ist seine starke Angriff. Der bringt halt ungefähr gar nichts. Dann nehme ich halt nur noch den mittleren Angriff. Der haut aber ordentlich rein. Mhm. So, die Rüstkammern haben wir ja gleich erledigt. Wir sollten uns nicht so viel damit beschäftigen, die Ents zu hauen, sondern wir sollten uns mehr auf diese... Orte der diese Spawn-Orte beschränken. Ja, eigentlich schon. Der haut im wahrsten Sinne des Wortes ordentlich rein. Komm, mach mal direkt da links oben. Der weiß schon, wie es funktioniert. Wie der End läuft.
Nein, 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 nicht auf mich drauf. Oh, Glück gehabt. Wieso ist der Gondor-Soldat gerade eben nicht auf mich drauf? Er hätte doch die Gelegenheit gehabt. Pfosten. Na, egal. Ich bin ja froh, wenn er nicht auf mich drauf geht. Sonst gehe ich ja am Ende noch drauf. Ich versuche dir den Rücken freizuhalten. Naja, die obere Kaserne ist gleich kaputt. Die war ja vorhin das größte Problem. Ja. Aber jetzt wissen wir ja, wie es funktioniert. Wir sind noch kein Mal gestorben. Wir werden besser, glaube ich. Ich habe so das Gefühl, wir werden besser. So, ich heile mich mal ein bisschen. Ah, was? Heilen wird überbewertet. So. Okay, ich heile mich auch mal. Wenn du meinst, man soll sich heilen, dann mache ich das halt auch mal. Nee, Spezialangriffe kann er nicht. Aber es wäre eigentlich lustig gewesen, wenn er sich nicht heilen könnte, der Troll, sondern hochhüpfen könnte. Das wäre... Das hätte irgendwie was gehabt. Das habe ich als erstes versucht eigentlich. Ich wollte eigentlich hüpfen. Ach so, ja gut. Boah, da gibt es sogar größere und kleine. Die Trolle sehen auch unterschiedlich aus. Also der eine Troll, der hier steht, der hat noch so eine lustige Mütze auf. Also einen lustigen Helm. Jetzt heil dich doch mal. Du sollst dich nicht vom End schlagen lassen, du sollst dich heilen. Ah, ja gut. Nein, nicht brüllen. Schlagen sollst du. Oh oh, ich glaube, ich segne gleich hier das Zeitliche. Nein, ich kann da nicht aussteigen. Wieso kann ich nicht aussteigen aus dem End? Manor. Nicht aus dem End, aus dem anderen Kerl da, aus dem Troll wollte ich aussteigen. Kannst du nicht. Gemein. Aber wenn ich einsteigen kann, wieso kann ich da nicht aussteigen? Weil du der Troll bist. Ach so. Siehst du irgendjemand den reiten? Ja, ich dachte, das ist so wie so ein Fahrzeug, wo man einsteigen kann oder ja, so. Ja, dachte ich auch. Ich nehme jetzt den Olifanten. Okay, mach das. So, der muss auch mal sinnvoll eingesetzt werden. Der muss ja auch mal ausgeritten werden, sonst wird er ja ganz steif. Wie schießt der? Gar nicht schießt der tritt. Der macht so. Achso, nee, der haut mit seinen Dingern rum, mit seinen mega fetten Stoßzähnen da. Oh, was war das? Warst du das gerade? Was? Hast du gerade alle von uns da umgenietet da vorne? Ja, Tatsache. Sehr schön. Mach weiter damit, unsere Leute umzubringen. Ich komm da nicht hoch, gell? Ja, wir müssen außen rum gehen. Ich wollte auch gerade versuchen, da hochzuspringen. Dann ist mir aber erschreckenderweise klar geworden, dass ich nicht springen kann. Oh, und da habe ich es dann doch lieber gelassen. Na gut, dann gehen wir halt außen rum. Wenn es denn sein muss, gehen wir halt außen rum. Oh je, da kommen aber einige von den Zipfeln. Von den Zipfelsoldaten. Und einige sind auch gleich tot. Nein, du besteigst mich nicht. Denk nicht mal dran. So, mal das Katapult hier kaputt machen. Das versucht gerade auf mich zu feuern. Jawoll. So, gehen wir mit Zauberern um. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt müssen wir da oben die... Wie du da durchgehst, die alle umhaust, das ist echt übel. Jawoll. Jetzt kommen hier da oben noch welche, noch so ein paar Spaßvögel. Drehen wir uns mal um. Komm, du Gondor-Krieger, du. Ich hab einen Troll, du kannst mir gar nichts. Oh, jetzt hat's kurz geruckelt bei mir. Es dauert aber leider immer ein bisschen, bis sie sich heilen, die Trolle. Es geht leider nicht ganz so schnell. Zack, alles weg mit euch. Ja, jetzt dominieren wir sie hier, aber. Ja. Nachdem wir jetzt einmal 12 leben, vorher hatten wir irgendwie nicht ganz so viele. Zack. Wir müssen hier du hast den Posten Olifanten einnehmen. Sofort kaputt gemacht. So, wir erobern hier. Da steht auch gar keiner mehr drin, der ist doch weg. So, jetzt gehört aber uns hier der Kontrollposten. Ich glaube, das kann man hier als eingenommen ansehen, so viele wie hier drin schon stehen. Ich bleib hier einfach mal drin stehen, damit ich den weiter einnehmen kann. Der Len16 spielt weiter den Olifanten. Oh ja. Oh ja. Da packt aber den dicken Olifanten aus. Und nicht wieder Ottifanten sagen, gell? Das ist falscher Phil. Was? Wir kriegen Besuch, Jungs. Wir kriegen Besuch, Jungs. Kennt ihr... Oh, wer schießt da auf mich? Aha. Irgendetwas schießt da auf mich. Warum? Weil ich brenne. Ach so, aber was? Das ist normal. Ah, möchtest du als Held spielen? Ja, warum denn nicht? Das ist aber schön für dich. Das ist, der Held ist so winzig. Der hält aber ganz viel aus, habe ich gehört. Ha! Hast du davon auch gehört? Ja. Königliche Wachen müssen wir diesmal umhauen. Sie sehen auch nur aus wie normale Hauptmänner. Königliche Wache ist umgefallen, ja, das ist... tragisch.
Sollen wir ihr wieder aufhelfen? Ist der Olifant gerade gestorben? Oder ist er einfach nur weggespawnt? Ich weiß es nicht. Du bist Saruman jetzt. Ja. Den durfte ich hier auch schon mal spielen. Wow! Aber ist noch ein weiter Weg bis zur Wetterspitze, also da müssen wir uns wohl noch ein bisschen hier hochkämpfen. Komm weg, du Hauptmann, du. Wird er enthauptet. So, habe ich dich geheilt? Kann sein, ja. Aber ich hatte, glaube ich, fast volle Lebensenergie, also bin ich mir nicht sicher. Okay. So, den End verprügeln wir hier auch. Endübel. Das ist auch cool, die Ends können auch brennen, wie in den Filmen. Also wenn man sie mit Feuerangriffen angreift. Wo sind denn die Hauptmänner? Die königlichen Wachen. Hm. Da oben irgendwo. Stürmt ja, da oben. Stürmt den Berg. Sind auch einige Königewachen, die wir zur ihrer königlichen Ruhe bitten. Du schiebst mich ja ganz schön krass. Eine königliche Wachenzauberer. Alter, schieb mich nicht so. Ich mach doch nichts. Ich hause da runter. Weg mit dir. Ich mach mal den mittleren Angriff, beziehungsweise meinen stärksten Angriff. Nein, nicht da runterfallen. Ja, mit Troll und Saruman können wir hier aber echt übel reinhauen. Ja. Er hat gerade die Hauptleute hässlich genannt. Fehlt dir etwas Leben? Das ist doch immer ein Kompliment von denen. Fehlt dir Leben? Ja. Nee, ich habe volle Lebensenergie. Okay. Die tun mir doch nicht weh, so ein paar kleine Hauptmänner, die machen mir doch keine Kratzer. Die kann ich schneller enthaupten, als die Hauptmann sagen können. Ich glaube, wir müssen weiter nach oben ist hier. Eine Ach ja, hier kann man dann Charakter wechseln, könnte man. Ja, am besten du wechselst mal den okay, mich hat irgendwas Großes erwischt. Ich glaube, mich hat gerade ein Katapult erwischt von irgendwoher. Ach, da oben sind ja Katapulten. Oh, wenn man stehen bleibt, versuchen sie einen mit Katapulten anzugreifen. Nicht gut. Ich sehe noch einen Hauptleut. Hey, hier ist so ein Feuer. Ich glaube, da ist einer. Das ist das Feuer, wo sie damals gerastet haben. Von oben, Yumasa. Jetzt heil dich doch mal schneller. Ich gehe mal ganz nach oben. Was ist denn da? Ja, ich bin auf dem Weg nach oben. Ach, da ist noch nichts. Noch nichts da. Ich muss mich nur kurz heilen, so. Ich glaube, da muss man noch nach oben. Ich spring mal runter. Surprise! Springst du schon wieder in den Tod, das kennen wir ja schon. Was muss ich denn hier oben machen? Krieg ich da eine Zwischensequenz oder sowas präsentiert? Nee, du musst erstmal hier noch eine königliche Wache kennen. Ach nee, da unten ist ein Hauptmann noch, oder was? Ja, eine königliche Wache gibt's noch. Soll ich hier runterspringen auf ihn? Nee, ich war da, hab das gerade schon gemacht. Ist er gleich tot? Ja. Okay, gut. Ich sehe es nur so ein bisschen über den Vorsprung, was ihr da unten macht. Ich stehe nämlich genau über euch. So. Der König, die... Bring Aragorn zu fallen. Okay, ja, ich bin schon oben bei Aragorn. Ja, ich bin auch gleich da. Schauen wir mal, ob wir ihn zu Fall bringen können. Bringt ihn zu Fall. Oh ja, der Aragorn hält schon ein bisschen was auf. Da muss ich schon 10-mal draufkloppen oder so, bis der hinne ist. So, nochmal hier mich der Speer entledigen. Wo ist denn der Aragorn da? Für die Speer ist es auch schon zu spät. Alter, du schiebst mich gerade fast runter. Bei Aragorn muss ich eigentlich aufpassen, weil er mich eigentlich mit einmal besteigen würde, er mich ja töten, aber... Weg ist er. Ja, aber der ist tot. Erledigt von einem stinknormalen Troll. Hey, ich habe auch mit... Hallo? Aber was? Ich hab da auch mit reingeschlagen. Saruman war ja hier nur so ein bisschen Nebenfigur. Aragorn, Isildurs Erbe und König aller freien Völker, fiel als letzter. Unsere letzte und größte Hoffnung auf den Sieg wurde am Ende von denselben Kreaturen niedergeworfen, die einst seinen Vater erschlagen hatten. Nun schwellen die Armeen des dunklen Herrschers zu einer hasserfüllten Woge der Bosheit an, die alles verschlingen wird. Klingt fast so, als wäre die nächste Mission Helm's Klamm. Das klingt fast so... Nein! Oh! Das ist nicht Helm's Klamm gewesen gerade eben. Das ist nämlich Bruchtal gewesen, aber das seht ihr jetzt nicht. Nein! Nein! Das bleibt euch vergönnt. Ja, das wird euch nicht vergönnt. Könnt ihr euch nochmal anschauen. Wie viel Level haben wir eigentlich noch? Das ist das vorletzte Level Bruchtal. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Da gibt's nur 7. Bei der bösen Kampagne gibt's nur 7 Missionen. Echt? Ja. Oh. Schon das vorletzte Level, das wir nächstes Mal spielen werden. Na gut, dann hoffen wir, dass ihr auch beim nächsten Mal mit dabei sein werdet, wenn ihr das vorletzte Level spielen, wenn wir uns nach Bruchtal begeben. Und ja, den nächsten Part gibt es natürlich schon morgen beim Len 16. Das richtig. Wollte ich auch nochmal erwähnen. Nicht, dass ihr es vergesst. Also wenn ihr jetzt beim Drachenburschen wart. Ja. Dann gibt es den morgen. Ansonsten bei mir auch alle 2 Tage. Aber immer einen Tag früher als beim Drachenburschen. So ist es. Und ich würde sagen, dann machen wir auch Schluss an der Stelle.
Ja, schon. Da kennen wir nichts. Hoffen, dass die Olifanten mit euch sein mögen und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao, ciao.